Kochin, die Hauptstadt von Kerala im Süden Indiens. 600.000 Menschen leben in dieser stickigen, hektischen Metropole. Doch nur 25 Kilometer entfernt befindet sich eine grüne Oase, das SOS-Kinderdorf Alvaye Kochin. Insgesamt wohnen hier 150 Kinder. Sie alle haben ein neues Zuhause gefunden, weil ihre leiblichen Eltern gestorben sind oder nicht in der Lage waren, für sie zu sorgen. Christliche Kinder, Hindus und Moslems leben hier friedlich zusammen. Und immer wieder mittendrin der Schauspieler Rainer Hunold. Seit über 10 Jahren unterstützt er als Botschafter die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit. Dazu gehören neben der finanziellen Unterstützung auch regelmäßige Besuche in SOS-Einrichtungen. Die Kinder sind begeistert, wenn er ins Kinderdorf kommt, und sie lieben ihn. Ich bin wieder überwältigt von der Atmosphäre, wenn sie aus der lauten Stadt Kochin hierher kommen. Ein absolut friedlicher Ort. Und sie sehen es immer an den Augen der Kinder. Sie sind selbstbewusst, sie haben Lebensfreude. Und das ist wie jedes Mal eine völlig überwältigende Erfahrung, die ich hier mache. Das SOS-Kinderdorf in Kochin besteht aus 15 Familienhäusern, in denen bis zu 10 Kinder zusammen mit ihrer SOS-Mutter leben. Mit 9 pubertierenden Töchtern hat die 59-jährige Trisyama alle Hände voll zu tun. Der 5-jährige Michael ist der einzige Junge in diesem Haus. Schon als Baby kam er in seine SOS-Familie. Er lebte sich schnell ein. Viel schwieriger war es da für die 12-jährige Sneha. Sie wohnt hier seit 4 Jahren, weil ihre Eltern nach der Scheidung neue Familien gründeten und sie einfach nicht mehr bei sich haben wollten. Sneha fühlte sich lange Zeit ungeliebt. Sie weinte viel, doch inzwischen ist die neue SOS-Familie ihr Zuhause geworden. Am Anfang war es sehr schlimm für mich, doch jetzt fühle ich mich hier sehr wohl. Ich habe viele neue Geschwister bekommen und eine liebevolle Mami, die immer für mich da ist. Rainer Hunold möchte sich ein genaueres Bild von den Familien in Alvaye Kochin machen. Der Leiter des SOS-Kinderdorfes, Vijayan Vipandas, begleitet den deutschen Schauspieler. So, this is house number 14. Ja. Village. Nice to meet you. Good evening. Hello. Nice to meet you. I'm Rainer. Hello. We'll go to another is in the kitchen. I see. Hello. Hello. Nice to meet you. I'm Rainer. Are you a cook? Lovely sounds. Looks. Trisyama ist eine der ältesten SOS-Mütter im Dorf. Sie hat schon viele Kinder großgezogen. How many children you have? 26. 26 children. She. 26? Yes. I've got 2. You're the winner. Die erste grüne Bohne meines Lebens, die ich schneide. Das ist ja wunderbar, dass hier so viel gekocht wird. Vielleicht, weil Sonntag ist, ich weiß es nicht, aber die essen ja jeden Tag was. Und ich finde es großartig, dass sie so zusammen kochen. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass man grüne Bohnen mit einer Schere schneiden kann. Das wusste ich noch nicht. Gemeinsames Kochen ist für die Kinder hier wertvolle Familienzeit. In Kochin wohnen die Jungs ab ihrem 14. Lebensjahr in SOS-Jugendwohngemeinschaften. Hier werden sie auf ihr späteres Leben vorbereitet. Die Teenager besuchen außerhalb des Dorfes höhere Schulen und machen bereits eine Berufsausbildung. Rainer Hunold ist neugierig. 21 Jungs leben bis zu ihrem 18. Lebensjahr zusammen in einem Haus und teilen sich zu dritt ein Zimmer. Which is better, sleeping here or down? Down. Yeah. I would prefer to sleep here. Ziel ist es, die jungen Männer zur Selbstständigkeit zu erziehen. Sie müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen und auch ihre Kleidung selber waschen. Very good. My son is not able to do it very exactly, you know. Bam, open the door and throws in what he has. Der 15-jährige Anand wurde als Säugling von seiner Mutter ausgesetzt. Heute ist er einer der besten Schüler des Hauses und besucht die 10. Klasse auf dem Gymnasium. Anand möchte später einmal Software-Ingenieur werden. Sie lernen hier wahrscheinlich auch, dass es
vieles zu entdecken gibt in dieser Welt. Und diese Kombination aus einer Familie außerhalb des Dorfes und dem Leben innerhalb des Dorfes unter der Betreuung ist sehr, 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 sehr sinnvoll. Und die Jugendwohngemeinschaft in Kotschin hat etwas ganz Besonderes zu bieten. Eine Anlage, in der Biogas zum Kochen produziert wird. Rainer Hunold ist begeistert. Da kommt ein Rohr aus der Erde und das hat folgende Bedeutung. Die verarbeiten alle Küchenabfälle, die sie regelmäßig produzieren. Es wird zweimal gekocht, indem sie die Reste hier reinschmeißen, mit Wasser runterspülen. Da führt eine Leitung in einen Tank. In diesem Tank bildet sich Gas, Biogas, also kein Gas, das den CO2-Haushalt jetzt noch weiter belasten würde, die Atmosphäre noch in irgendeiner Form belasten würde. Und dieses Gas wird dann durch diese Leitung direkt in die Küche geführt. Und dann könnte man sagen, naja, so ein kleines Rohr und so ein kleiner Betonring, wie viel bringt denn das? Das ist doch Spielerei. Nein, die haben den Gasverbrauch für dieses Haus, wie gesagt, zwei warme Mahlzeiten für eine Menge Leute jeden Tag, um exakt 50% reduzieren können. Finde ich ganz toll, ich bin ganz begeistert. Durch einfache Essensreste und Gartenabfälle entsteht wertvolles Biogas, das durch dieses Rohr in die Küche geleitet wird. Auf diese Weise kann für insgesamt 58 Jungs sparsam gekocht werden. Kerala ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Indien. Trotz traumhafter Landschaft ist aber auch die bittere Armut spürbar. In den Slums am Stadtrand von Kochin leben manche Familien von weniger als einem Euro am Tag. In diesem Slum unterstützt SOS mehrere Familien. Ziel des Hilfsprogramms ist es, zu verhindern, dass Kinder aus finanziellen Gründen verlassen werden. Sie haben so die Chance, in ihren Familien aufzuwachsen. Mithilfe von SOS können der 6-jährige Ramshad und der 9-jährige Rimshid mittlerweile in eine Schule gehen. Denn selbst Hefte und Stifte waren für ihren Vater unerschwinglich. Als Tagelöhner kann Majid Riyas seine Familie nicht ernähren. Dank SOS bekommt seine Frau Shedi jetzt eine Berufsausbildung. Die 30-jährige Mutter möchte später einmal Näherin werden. Mit einem regulären Job könnte sie genug Geld verdienen, um ihre ganze Familie zu ernähren. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Ausbildung machen kann. Dadurch wird alles besser. Ich arbeite als Tagelöhner. Ich finde einfach keinen festen Job. Ich bin froh, dass meine Frau die Chance bekommt. Shefina Vinovin ist Sozialarbeiterin und leitet die SOS-Familienhilfe. Regelmäßig besucht sie die Mütter in diesem Slum und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Diese Mütter bekommen von uns eine Ausbildung ermöglicht. Das heißt, erst einmal werden ihre Fähigkeiten innerhalb eines bestimmten Trainings getestet. Wir besuchen sie regelmäßig, damit sie uns ihre Probleme anvertrauen können. Für ihre Gefühle und Bedürfnisse haben wir immer ein offenes Ohr. Auch SOS-Botschafter Rainer Hunold interessiert sich für die Familienhilfe in Kochin. Er möchte sich ein eigenes Bild von den indischen Kindern in den Slums machen. Der engagierte Schauspieler ist zutiefst bewegt und wieder einmal angetan von der erfolgreichen Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit. Ja, man redet immer von der Armutsgrenze. $1 oder weniger pro Tag. So sieht Armut aus. Und hier setzt die Arbeit von SOS ein. SOS betreut die Familie, sie bezahlt die Schulgebühren. Es gibt Public Schools, die nicht so gut sind. Es gibt Schulen, die Geld kosten, die sicher besser sind für die Kinder. Und da sind die jetzt. Schon mal ein hervorragender Anfang. Außerdem wurde entdeckt, dass die Frau ein Talent hat. Sie kann gut nähen. Das heißt, SOS wird diese Frau fördern. Sie wird sehen, wie sich das entwickelt, ob man sie irgendwo unterbringen kann. Diese Familie ist versorgt. In Kochin werden 320 Familien von SOS unterstützt. Davon sind 120 alleinstehende Witwen. Als Elsie Tomis Mann vor 7 Jahren an einem Herzinfarkt starb, stand die 56-Jährige in der sozialen Hierarchie in Indien ganz unten. Sie wurde von der Gesellschaft verstoßen. Heute hat die Alleinerziehende es geschafft und kann sogar ihrem 17-jährigen Sohn ein gutes Leben bieten. Dank SOS bekam sie ein Ausbildungstraining, um sich als Geschäftsfrau selbstständig zu machen.
Auch ihr Sohn erhielt eine gute Schulausbildung und in einem Jahr macht er seinen Abschluss zum Kaufmann. Als mein Mann vor 7 Jahren starb, wurde ich von den Leuten gemieden. Keiner wollte etwas mit mir zu tun haben. Als Witwe hatte ich keine Chance, Arbeit zu finden. Ohne die Unterstützung von SOS hätte ich mich und meinen Sohn nicht durchgekriegt. Heute macht Elsie Tomi mit ihrem Werkzeugladen ein gutes Geschäft. SOS gab ihr für den Kauf des Ladens einen Kredit von 11.000 Rupien. Das sind umgerechnet 170 Euro. Rainer Hunold möchte gern mehr über die erfolgreiche Witwe Elsie Tomi erfahren. Hello. My name is Rainer. Nice to meet you. For polishing. Which is a machine for polishing? Und wie man sieht, können die sehr gut davon leben. Es ist fantastisch. Es ist eine kleine Zelle, die angepasst ist an den Bedarf der Region. Wenn wir an die deutschen Baumärkte denken, mit 28.000 Parkplätzen davor, warum? Man braucht es hier offensichtlich nicht. Ja. Zurück zum SOS-Kinderdorf in Kocin. Heute möchte der studierte Künstler Rainer Hunold mit seinen Schützlingen malen. It's okay. Put it on his face. Put it on his face. It's okay. Neben der Schauspielerei arbeitet Rainer Hunold erfolgreich als Bildhauer. Und so schafft er es auch, den SOS-Kindern die Kunst näher zu bringen. What's that? They don't have such ease. Die SOS-Kinder sind begeistert von ihrem neuen Kunstlehrer und werden immer experimentierfreudiger. Sie verlieren so langsam diesen Respekt und entdecken die Freude daran, die vorgegebene Form zu verändern. Man sieht ja, jetzt werden sie frech, jetzt machen sie mir Eselsohren. Ganz toll finde ich das hier unten, da verschwindet dieses Autogrammfoto völlig unter der Farbe. Und die entwickeln eine ganz starke Lust daran, diese Fotos zu verändern, diese vorgegebene Geschichte zu verändern. Und so sieht das Endresultat dann eine Stunde später aus. Der Künstler Rainer Hunold ist zufrieden mit dem Bild. Hey, ja. Hey. Ja. Zum Dorf gehört auch ein SOS-Kindergarten, in den 63 Kinder gehen. Die 4-jährige Alina liebt es zu singen. Sie lebt seit ihrem ersten Lebensjahr in ihrer SOS-Familie, denn ihre leibliche Mutter ist sehr arm und muss sich alleine durchschlagen. Am liebsten male ich Mickey-Maus-Bilder. Langsam wird es Zeit, sich zu verabschieden. Schauspieler Rainer Hunold muss wieder zurück nach Deutschland. You have an elephant. You have an elephant. Nice one. Der SOS-Botschafter kann sich nur schwer von den strahlenden SOS-Kindern trennen. Es ist einfach fantastisch zu sehen, in welcher Obhut die Kinder hier aufwachsen, wie sie betreut werden und wie sie vor allem gefördert werden. Wenn wir in Deutschland ein bisschen mehr dieser Form von Empathie aufbringen könnten und etwas weniger daran denken könnten, wie groß der Flachbildschirm sein soll, den wir uns als nächstes an die Wand hängen. Ich glaube, das Leben wäre mental, emotional sehr viel reicher.